willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir, zu einem XXXL DM-Haul mal wieder. Ich habe Beauty, also mal wieder ist gut, ich habe schon lange keinen DM-Haul mehr hochgeladen, aber es wurde mal wieder Zeit. Ich habe aus der Beauty-Ecke, ich habe ein bisschen was zu essen, so praktische Tipps und auch ein paar Neuheiten. Und die zeige ich euch heute alle. Ich habe auch eine kleine Review, also ich habe schon einige Sachen davon jetzt probiert. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, los geht's! Wenn ihr dieses Video seht, dann oder beziehungsweise ihr Zeit habt, dieses Video zu gucken heute an einem Samstag, dann bin ich nämlich auf der Glow. Ich würde sagen, wir fangen mit der Beauty-Ecke an, weil das interessiert uns Frauen doch eigentlich am meisten. Und zwar da eine kleine Geschichte dazu. Ich stand an der Kasse und ich wollte schon bezahlen und ich war schon fertig. Und dann war vor mir so eine Chinesin, Vietnamesin, keine Ahnung, aber sowas in der Richtung. Und die hatte so ein Packen voll von diesen Ampullen, diese Schönheitsampullen habe ich auch. Kann ich euch mal einblenden. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich habe ja schon alles hier eingepackt. Wir ziehen ja um. Und dann noch ein Riesenpacken von diesen Dingern hier. Von diesem Augenkonzentrat, intensiv glättendes Serum. Und ich denke mir so, okay, ich gehe nochmal eben zurück. Und dann habe ich den auch geholt, weil wenn die sich davon 100 Stück kauft und die sah eigentlich ziemlich gut aus. Ich meine so, die haben ja alle eine tolle Haut und ja, jedenfalls musste ich die dann mitnehmen. Ich habe sie noch nicht getestet, aber ich meine, wenn die 20 Teile davon kauft, dann können die ja nur gut sein. Also ich vertraue da auf jeden Fall auf ihre Meinung und ich kann euch gerne mal auf den Laufenden halten. Dann habe ich noch zwei Pinsel gekauft. Ich brauchte unbedingt noch welche. Meine sind so, also von diesen habe ich jetzt noch gar keine. Und ich habe mir gedacht, ich probiere die einfach mal aus. DM hat ja jetzt auch so ein neues Packaging. Das sind die hier. Ich habe hier einmal diesen etwas, der nach oben hin dünner werdende Pinsel. Der ist jetzt so für Blush und so, Puder. Also zum Konturieren, das ist auch gut. Ich habe es jetzt für Concealer, ach, für Concealer. Wieder ein Sprachfehler. Ich habe es jetzt für Blush verwendet. Kam ich ganz gut mit zurecht, weil so kann man es so ein bisschen punktueller machen. Und einen ganz normalen Blenderpinsel. Den fand ich auch ziemlich schön. Ist auch sehr weich. Und der hat auch seine Arbeit getan. Also nächste Woche kommt so ein Get Ready With Me Online. Da habe ich mich nämlich wieder geschminkt. Und da habe ich die ausprobiert. Und ich fand die beide sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu einem, wieder einer Maske. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die fand ich ziemlich spannend. Ach, mich juckt's hier. Ich weiß nicht, wenn ich bei DM bin, da muss ich mir auch immer irgendwie eine Maske kaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich diese Maske hier sehr angesprochen. Das ist eine Hydrogelmaske. Die ist so ziemlich komisch verpackt. Also man muss die erst zusammenmixen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch schon Erfahrung damit hatte. Ein hochkonzentriertes Wirkstoffpulver und eine pflegende Flüssigkeit werden unmittelbar vor der Anwendung gemischt. Alles klar. Und dann auf dem Gesicht verteilt. Also es soll die Haut beruhigen, Feuchtigkeit spenden und besänftigt und schützt. Und ich bin echt sehr gespannt, die mal auszutesten. Ich habe ja am Wochenende immer meine Beauty-Tage und da werde ich es mal ausprobieren. Dann kommen wir zu zwei oder zu drei tollen neuen Lippenstiften, die ich gekauft habe. Und zwar einer so für die jetzt festlicheren Tage, ein sehr dunkles Lila, Grand Rouge von P2. Habe ich auch schon ausprobiert, finde ich mega, richtig schöne Farbe, so ein kühles, dunkles Lila. Richtig cool. Lässt sich auch gut auftragen und so schön verblenden und verteilen. Also man kann es also richtig doll auftragen, dass es richtig dunkel ist. Oder auch mit einem Kleenex ein bisschen abtupfen, dann ist es nicht ganz so dunkel. Dann auch eine, der so in die Richtung geht. Ein bisschen heller natürlich. Also auch schön für den Alltag oder wenn man abends von mir aus zur Weihnachtsfeier geht oder so. Also wirklich eine tolle Farbe. Der ist von Essence Long Lasting in der Farbe 26. Wirklich sehr, sehr schön. Auch eher so ein lila stichiges Nude. Ja, sehr schöne Farbe. Habe ich auch schon aufgetragen. Jetzt kommen wir zu einer eher weniger alltagstauglichen Farbe. Und das ist hier diese. Die ist von Maybelline. Ich habe die, glaube ich, bei Glossy Talk oder so mal in so einem Komplettpaket gesehen. Und da fand ich die, wow, richtig tolle Farbe. Ist so ein Matte Liquid Lipgloss. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber so ein richtig, richtig geiles Rot. Also so richtig schön Nikolausrot. Boah, ein ganz tolles Rot. Ja, perfekt für Weihnachten, sage ich da nur. Ist auch so ein Gwen Stefani-Rot, würde ich sagen. Ich lege die Sachen, die ich mal euch schon gezeigt habe, mal hier hin, weil sonst komme ich gleich durcheinander.
Kommen wir zu einem eher etwas unspektakulären Produkt und das ist ein Deo. Ich habe mir das ja, ich bin so ein Verpackungsopfer. Ich fand das sehr, sehr schön von der Verpackung her, so schön lila, so schön weiß und so ein bisschen mit so einem Perleffekt. Und mir hat der Duft eigentlich ganz gut gefallen. Ein bisschen frischer, halt so Nivea-mäßig. Und ja, musste einfach mal mit. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen was aus der Food-Ecke. Ich mische das jetzt einfach. Und zwar, ich bin ja ein totaler Kaffeeliebhaber, aber irgendwann muss man auch noch mal ein bisschen Tee trinken. Immer nur Kaffee ist ja auch nicht so gesund. Und da kann ich euch hier diese zwei Teesorten empfehlen. Die habe ich auch bei DM gekauft. Ayurvedischer Tee, Kakaominze und Vanille und einmal Zitronengras, also so Wildapfel, Hibiskusblüte. Ist jetzt schon die zweite Packung, die ich davon kaufe und ich trinke die wirklich sehr, sehr gerne. Ich mache da so ein kleines Tröpfchen von diesen Vanilladrops rein, dann ist das ein bisschen süßlicher, kann man aber auch so total gut trinken und so perfekt für die Jahreszeit. Oh, dann, es gibt ja bei DM im Moment ziemlich viel neu, so in der Food-Ecke, Food-Area wollte ich sagen. Und da habe ich mir diese Schokolade, die hat mich hier total angelacht, weil mir das Packaging auch sehr gefallen hat, hat mich sehr angesprochen. Und ich würde sagen, die mache ich jetzt mal mit euch zusammen auf. Ich habe nämlich Bärenhunger und esse die einfach mal. Oh, die riecht so gut. Nicht ganz wie auf der Verpackung, aber egal. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Bruchschokolade, Vollmilch mit gerösteten Kokosnusschips und Mandeln. Sehr lecker. Da läuft anders Wasser im Mund zusammen. Dann habe ich für die Mütter unter euch noch was. Ich bin ja auch Mama. Und ich habe hier meinen Schatz, der liebt nämlich Honig ohne Ende. Habe ich ihm hier diese Honigwaffel gekauft. Ich kenne die noch aus meiner Schulzeit. Da habe ich die immer unten in dieser Bude gekauft. Und ja, jetzt gibt es ja auch bei DM, also gibt es ja schon lange bei DM, aber die erinnern mich total an meine Jugend. Die habe ich ihm mitgebracht und wie ihr seht, ist die schon leer, also er mag die wirklich sehr gerne. Ich mag die auch, Alex auch, also wirklich sehr lecker. Dann habe ich mir noch eine eher etwas gesündere Variante für zwischendurch gekauft, also wenn man Bock auf was Süßes hat, esse ich gerne diese Datteln. Finde ich auch sehr lecker, habe ich auch schon ein paar von gegessen und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Soll ich vielleicht erstmal aufessen. Also die kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf eure Linie achtet und nicht auf Süßes verzichten möchtet, beziehungsweise nicht ganz auf Süßigkeiten verzichten möchtet, weil die haben wirklich auch viele Kalorien. Aber dennoch sind sie besser als Schokolade, dann kann ich euch die hier sehr empfehlen. So, jetzt schiebe ich einfach noch ein kleines Beauty-Produkt dazwischen und zwar ist das hier ein Cognac-Reinigungsschwamm. Also der besteht aus Grünteepulver mit versetzten Pflanzenfasern und soll ideal für die Hautreinigung sein. Also ich bin sehr gespannt. Also den Schwamm in kreisenden Bewegungen übers Gesicht gleiten lassen und das durch diesen Grünteeextrakt soll das auch die Haut noch schützen und eine natürliche Art der Gesichtsreinigung. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich mir noch eine Handcreme gekauft, weil zu der Jahreszeit habe ich wirklich immer extrem trockene Hände und auch Füße. Ich benutze Handcreme auch für die Füße. Warum sollten die eigentlich nur für die Hände sein? Auf jeden Fall habe ich mir hier diese von Ewos geholt. Ich bin wirklich ein Fan von diesen Handcremes. Es gibt von der Wirkung her vielleicht bessere, aber ich mag einfach das Packaging auch und die Düfte davon. Ich hatte die rosane Verpackung und die hatte ich auch schon, danke. Das ist jetzt Fresh Flowers und die riecht wirklich, ich mag das, wenn die Hände nach irgendwas Gutem riechen. Dann kommen wir nochmal zu etwas Leckerem zu trinken. Ihr wisst ja jetzt, Kaffee habe ich ja schon erzählt. Deswegen mag ich auch gerne zwischendurch mal Matcha trinken. Und das ist ein Matcha mit Kokosnuss. Auch ein veganes Produkt, finde ich auch sehr lecker. Man schmeckt nicht so krass den Kokosgeschmack daraus, aber ich finde ihn wirklich sehr lecker. Ich bin wirklich ein totaler Kokosnuss-Fan. Alles, was nach Kokosnuss riecht oder schmeckt, finde ich total super. Und ja, deswegen habe ich die auch mal mitgenommen. Das mixe ich immer mit entweder Wasser oder mit Mandelmilch oder halt auch mit Kokosmilch. Finde ich sehr, sehr lecker. Oder mit Sojamilch. Also es gibt viele verschiedene Varianten, womit ihr das hier mixen könnt. Wirklich sehr lecker. Kommen wir zu einem tollen Accessoire für die festlichen Tage. Ich weiß nicht, also ich gehe ins Nagelstudio. Ich habe im Moment Gel. Das ist jetzt ein Nagellack von
Das ist jetzt eine Farbe von Trended Up, die habe ich jetzt da drauf gemacht. Ich muss nämlich unbedingt wieder zum Nachfüllen. Für die festlichen Tage habe ich mir jetzt hier solche Sticker gekauft. Finde ich sehr, sehr schön. Auch gerade wenn man so dunkle Nägel hat, einfach hier so einen goldenen Sticker einfach auf die Nägel kleben. Entweder hier unten oder oben auf die Spitze, aber ich würde es jetzt eher hier unten so drauf machen. Auch gerne auf alle Finger, nicht jetzt unbedingt nur auf einen. Aber wer es halt so ein bisschen dezenter mag, dann halt nur auf einen. Aber ich mache es dann, würde es jetzt für Weihnachten zum Beispiel oder Silvester auf alle Finger machen. Sieht bestimmt schön aus. Dann habe ich noch so zwei praktische Tipps für die Mütter unter euch. Und zwar, ich hatte in meinem vorherigen DM-Haul, glaube ich, hatte ich mal solche Papiertücher für die Toiletten gezeigt. Die sind wirklich eigentlich gut, aber auch unpraktisch für Kinder, weil die wirklich die ganze Zeit nur runterfallen. Deswegen, weil der Louis halt sich immer auf die Toilette setzt und dann immer hier an diesen Toilettenrand greift, egal wo wir gerade sind. Er ist zwar ein Junge, aber er möchte immer auf Toilette gehen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier mal solche Papiertücher gekauft, so eine kleine Verpackung. Die schmeiße ich in meine Handtasche, in meine Alltagshandtasche. Und dann habe ich die immer bei mir und ich habe nicht irgendwie das... Also mir kommt es immer quasi fast hoch, wenn mein Sohn auf diese Toilettendecke greift. Ich finde das richtig eklig. Aber was willst du machen? Ja, er muss sich irgendwie festhalten und so. Aber das sind so Mom-Problems. Die kennt ihr ohne Kinder wahrscheinlich nicht. Aber ist vielleicht auch praktisch für alle anderen, die so unterwegs mal auf Toilette müssen, so an euch Mädels. Ja, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, die nehme ich mit. Dann dürfen die Feuchttücher auch nicht fehlen. Die Muttis unter euch, die wissen, also... Von Geburt an habe ich die in meiner Tasche. Die müssen einfach immer mit. Dann kommen wir wieder zu etwas Leckerem zu essen. Das sind diese Bliss Bowl Coconuts. Die schmeiße ich auch einfach in meine Tasche, wenn ich irgendwie so zwischendurch Lust auf was zu essen habe und so einen kleinen Snack. Oder ist auch ein bisschen süß. Ist auch wieder Kokosnuss. Na, ihr merkt schon, ich bin so ein kleiner Kokosnussfetischist. Die kommen auch in meine Tasche. Dann habe ich immer was Leckeres und mehr oder weniger Gesundes dann bei mir. Dann habe ich mir noch ein Duschgel gekauft und zwar von Palmolive. Ist in der Duftversion Vanille. Ich war einfach mal auf der Suche nach was Neuem und ich fand das wirklich sehr gut. Ich habe aktuell noch welche von Lush verwendet, aber so zwischendurch wechsle ich halt einfach auch mal gerne. Und das ist so ein süßlicher Duft, der passt einfach total gerade in diese Jahreszeit. Reichhaltige Formel pflegt und hinterlässt eine köstlich duftende Haut. Ja, dann habe ich noch zwei praktische Tipps auch für meine Handtasche und zwar einmal hier dieses Mundwasser. Ihr denkt jetzt, okay, Nina, übertreib mal nicht, ja. Ich bin jetzt auch nicht so ein Sauberkeitsfanatiker, aber ich muss eine kleine Story dazu erzählen. Ich frühstücke sehr oft unterwegs oder auch wenn ich morgens zum Sport gehe, trinke ich halt so einen Cup Eiweiß in mein Müsli oder trinke das halt nach dem Sport und durch dieses Eiweiß bekommt man einen eher nicht so gut riechenden Mundgeruch. Und wenn ich das so unterwegs mal so ein bisschen neutralisieren kann, wenn ich keine Kaugummis da habe oder so, dann nehme ich das sehr, sehr gerne. Benutze ich auch so morgens und abends sehr gerne, habe ich das im Badezimmer stehen. Und dann für unterwegs noch ein Deo und da brauche ich euch nicht zu erzählen, wofür das ist. Fand ich einfach nur sehr praktisch und kommt dann auch in meine Tasche für den Alltag. So, und das, ihr Lieben, war auch schon mein Einkauf bei DM. Ich habe ungefähr 55 Euro bezahlt, so Pi mal Daumen. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 54 XY. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr könnt euch jetzt gerne nochmal in mein letztes Video klicken. Ich weiß nicht, ob es hier ist oder da. Ich blende es jetzt ein und würde mich auch freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut und mir einen Daumen nach oben schenkt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch unten auf mein Wasserzeichen, eins unten in der Ecke, könnt ihr draufklicken und schon habt ihr meinen Kanal neu abonniert. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Mittwoch ist wieder Upload-Tag und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Ciao.